Guten Tag, liebe Vaterlandsbürger. Es folgt eine Tonübertragung eures geliebten Onkel Kreis, der Fachmann für Kriegsführung im jungen Alter von 3 bis 11 Jahren. Die Lage ist ernst. Feinde, die unsere Art zu leben bedrohen, umzingeln unsere geliebte Heimat. Damit auch die ganzen jungen Knaben mit ihren kleinen zarten Händchen einen entscheidenden Beitrag zur Vaterlandsverteidigung beitragen können, hat die Vietnam-Veteranenforschung eine neue, einzigartige Technik hervorgebracht. Pao Didi Mao Vietnam-Tunnel mit Bambusklappe und Lockdirne im Winnie-Pooh-Kostüm. Eine klassische Honigtopf-Taktik, die schon Großvater im vietnamesischen Dschungel durchlebt hat. Im Pao Didi Mao-Set für Kinder befindet sich ein kleiner Klappspaten, eine Abdeckplane, Blaupausen für den perfekten Tunnel, eine super coole Bambusklappe und eine vietnamesische Lockdirne mit lustigem, kinderfreundlichem Winnie-Pooh-Kleidchen. Wow! Ich habe eine Grube gebuddelt und mit der Lockdirne meinen ersten Feind gefangen. Haha, kleiner Timmy, du bist ja ganz verdreckt. So lobe ich mir das. Wollen wir mal in dein Loch blicken. Boah, geilo, da steckt ja Opa drin und ist aufgespießt mit Bambussplittern. Haha, oh Mann, da hat Opa aber aus der Kriegszeit gar nichts gelernt. Dass er auf diesen alten Trick reingefallen ist. Ha! Die Pao Didi Mao Vietnam-Tunnel mit Bambusklappe und Lockdirne im Winnie-Pooh-Kostüm. Onkel Kreis Industries. Im Krieg ist alles erlaubt. Was stimmt mit dir nicht? Was stimmt denn mit dir nicht? Du hast gesagt, hier, wir haben ein neues Portfolio. Du musst es irgendwie. Ist ja furchtbar. Du musst es bewerben. Geld geht aus. CPM ist im Keller. Also, Bambus ist wirklich. Ich hab Bambus-Aktien gekauft. Ich hab Bambus-Coins. Bambu-Coins. Bambus heißen die. Ja, da steigt der Wert, wenn der Bambus wächst. Er lebt da, wo der Bambus wächst. Ich hab gewollt genau dasselbe singen, Mann. Hör auf damit. Sag mir nicht immer, was ich zu tun habe. Sag mir nicht, wie ich leben soll. Anscheinend muss ich das. Ich kann ja nicht leben wie ein Keystraw. Da endest du doch in der moralischen Zwickmühle. Da kommst du dann nicht mehr raus am Ende. Du hast eine Firma in Mexiko stehen, was die Leute ja wirklich mittlerweile aufgezeigt haben. Das stimmt ja. Es ist ja die Wahrheit. Es ist nichts Fake News. Für 20 Euro kriege ich eine Fake-Website, dann mache ich hier den Lorenzo von Matterhorn für 25 Euro. Nein, wirklich, die Leute sagen, hey, wir haben da mehr rausgefunden. Es ist alles schwarz auf weiß. Kreis Industries, die Bösen aus Mexiko. Die Bad Boys, Die Bad Boys von Mexiko. So, wir müssen heute mal Gas geben. Ich wollte da eigentlich dieses Jahr mal hin, so 2 Wochen. Ja, mal ein bisschen gucken. Halt, ja, Urlaub nennt man das mal. Wir mal halt gucken, wie läuft's denn so in der Mühle. Ja, genau. Schuften die Kinder noch? Laufen die Mondfelder? Und ich meine, dass so ein Vietnam-2-Kast ist ja auch nur verständlich. Klar, natürlich. Da werden im großen Stil Drogen angebaut. Ja. Opium. Ja klar, natürlich, auf deiner Opiumfarm. Ja, wie soll ich denn das leiten hier von zu Hause aus? Ja, heutzutage gibt's doch alles hier irgendwie mit Skype-Konfi. Dann machst du FaceTime mit Juan, ob alles noch läuft. Ein paar Hände abhacken und sowas. Ja, den Bauern ein paar Hände alle abhacken. Alle haben's jetzt rausgefunden, der Schauspieler hier, der Mandalorian, der heißt eigentlich Paolo. Und ja, das ergibt doch alles langsam Sinn. Das sind die Connections. Als Paolo lebt er ja irgendwo. Hören Sie zu, ich brauche hier Strom. Schalten Sie also nicht Pablo, Paolo oder irgend sowas? Kennst du den Unbesiegbarkeitsbug mit dem Wiederbelebungsding? Nee, aber wollen wir jetzt schon Mr. Bunny begrüßen? Schaffen wir das oder ist das so risky? Wieso nicht? Keine Ahnung. Können wir Mr. Bunny schon begrüßen überhaupt? Nee, es geht erst, wenn der Strom an ist. Echt? Geht es erst, wenn Strom an ist? Komplett? Ja, ich glaube schon, ja. Okay, bist du schon durch den Teleport geportet? Na klar, wenn man tief im Wald, im Bambus lebt. Er lebt tief im Wald, wo der Bambus Panda steht. Euer sexueller Belästigungspanda. Was? Schiebt euch keine spitzen Sachen ins Ohr? Dax gab's dann noch. Ich bin Fipsi, der schiebt euch keine spitzen Sachen ins Ohr, Dax. Ich habe gestern, ich weiß nicht, hast du mal Arlo und Spot gesehen? Ja, klar. Und da ist doch dieses Ding, was, also dieser, weiß ich nicht. Mach mal hier auf, wir müssen hier shoppe dudeln. Dieser Cosmoceratops, den sie da im Wald und dann so, das hier ist, keine Ahnung, Fips. Er schützt mich vor Moskitos. Und das hier ist bla bla bla. Er schützt mich davor, unrealistische Ziele zu verfolgen. Er schützt mich davor, unrealistische Ziele. Hier, los. Das ist aber nur eine Kiste. Noch Dime. Nein, wir haben keine Zeit. Du hast doch Waffen dabei. Du brauchst es jetzt nicht. Aber das ist doch wieder das Geheule groß. Hey, ich muss los im Schuppen jemanden füttern. Ich habe keine Zeit. Nein. Pfui. Was macht man nicht? Habt ihr Leute angekettet? Paolo. Paolo lebt im Schuppen, wo der Bambus steht. Ey, die töten dich. Ja. Ich rette dich, mein jugendlicher Freund. Achtung, da drüben wird auch gejugendlicht. Sie waren im Tunnel und haben die Dirne nicht gefunden. Die Maus, ich hab die Dirne nicht gespottet.
Das Winnie-Pooh-Kostüm. China hat's verboten. In China darfst du nicht mal als Winnie-Pooh rumlaufen, ne? Das war. Echt? Ja. Hat er doch verboten hier. Weil Leute Vergleiche gemacht haben mit dem Kaiser von China und Winnie-Pooh. Da hat er gesagt, so, die Sendung ist abgesetzt auf Lebenszeit. Darf nie wieder laufen. Eine wandelnde Leiche weniger. Da hinten. Guck mal, wie die Hauer einfach eine krassere Reichweite hat als deine AK oder was du da rumrennst. Er lebt tief im Wald, wo der Bambus steht. Euer sexueller Belästigungspanda. Heute ist wohl Schneckentempo-Tag, was? Hopp, hopp, Leute. Ich hab noch jede Menge zu tun. Sehen ah, Sie hier, zu, der macht... Peck. Hier ist Speed. Hopp, hopp. Ulala! Mr. Peck. Was hast du denn, Mr. Ulala? Ulala! Ulala! Wunderwappen! Echt jetzt? Das ist einfach mal so eine Wunderwappen daraus gewappt. Einfach eine Wappen. Aber die ist ja irgendwie eben... Nein, 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 hier mitziehen, komm. Wie geht die denn, die Wunderwappen eigentlich? Eigentlich muss ich die ja töten. Warte mal, ich muss die töten, dann kriegen wir hier noch ein bisschen Geld vielleicht. Na, reicht nicht ganz. Lass mal ausprobieren hier. Wenn ich so schieße, macht die so Pio Pio? Ne, die ist so OP. Oh, Blaupause und sowas kann ich schon zwacken. Gehen wir da schnell hin und du machst mal den Weg zum Generator dann frei. Haben einen Automaten abgemolken. Gehandjobbt. Generator? Gehandcoint. Ordentliche Handcoins. Die steigen dann auch alles im Wert, wenn die Clubs sein. Wieder öffnen. Ja. Für den Rabbit ist alles Strom. Nee, nee, ich meine für Blueprint. Wow! Alter! Senior Blueprint. Ich hab mich in die Luft geschmissen, was ging ab? Ich gesagt, du, im Wald, wo der Bambus steht, da will ich aber nicht mit dir. Euer sexueller Belästigungspanda. Oh Mann! Okay, wenn wir zwei Wunderwaffen haben, dann schaffen wir es easy mit dem Boss. Weil die ist wirklich unglaublich OP. Außer die haben irgendwas genervpatcht. Ich weiß nicht, ja, keine Ahnung, aber ich weiß noch nicht genau, wie die funktioniert. Hier, irgendwie. Mal hier Ding an. Maschino. Maschinum! Mama Maschinum! Maschinum! Niklas van der Spritz. Also, wer kommt aber auf so krasse Gedanken wie diese Falle, dieses Pau-di-die-Mau-Ding, das ist. Du weißt, so Menschen tun sich nie was Gutes an. Ja. Wenn die Menschen erstmal ihren Spaß haben. Ja, ja, ne? Mein Onkel Yusuf war in Vietnam. Ist nicht lustig. Nie lustig. Hat gesagt, Pau di di Mau. Pau di di Mau bedeutet was anderes. Ihr nicht versteht. Ich hoffe mal, dass hier kein vietnamesischer Mitarbeiter diesmal meine Videos kontrolliert. Ja? Nee, das machen die Inder. Das machen die Inder, ne? Ranjit. Ranjit sagt, ja, Pau di Mau, ich kenne. Ich kenne. Ban, ban, dein Kanal bitte kaputt. Bitte mal ban, ban. Für immer ban, ban, man. Bun, bun, man. Ja, das wollen alle, ne? Den das wollen, ja, da, ey, ohne Kack, das wollen alle. Und eine meiner meistgeklickten Playlists ist selbst jetzt immer noch Freitag der 13. Ja, also. Aber das kannst du leider nicht mehr spielen. Das ist das Problem. Da bräuchten wir im Endeffekt Community-Runden. Das müsste man so organisieren. Ja, aber die haben doch alle was zu tun den ganzen Tag. Die gehen doch in Diskotheken und Bars. Und ich. Wir freuen sich das Leben. Ich meine, ich würde auch noch Freitag spielen. An sich spiele ich es ja gerne. Ja, aber ach, die haben die Server abgestellt. Und jetzt musst du halt wirklich... hosten und hoffen, dass halt irgendeine arme Sau mit dir spielt. Ja, es gibt immer noch eine Matchmaking-Funktion. Aber sobald der Host auch rausgeht, weil er sagt, ihr habt mich nicht richtig gewinnen lassen, ja. Big Man. Das ist eine Wunderwaffe, Mann. Das kannst du easy wegholen, das Ding. Ja, doch, die macht Schaden. Die ist ultimativ. Ach, egal. So, mach die nächste Sache auf. Das ist ein Haufen Geld und eine Wunderwaffe. Dann gehen wir da rüber, hä? Okay. Da, wo der Strom entsteht und der Panda mit dem Panda-Schniedel weht. Da, wo die Panda-Liebe bebt. Da, wo es immer nach Käfig riecht. Schnell. Mr. Pau. Ich meine, aber heutzutage hält man Luna. Sich doch irgendwie alles, ne? Im Garten oder so. Es ist ja... Ne, so, Leute holen sich keine Hunde mehr. Nee, klar. Heute sind ja auch so Kangals und so total beliebt. Was ist... Kangal. Hier, so ein riesiger Hund. Hirtenhund. Raketenhund? Raketenhunde. Und da, wo der Bambus steht. Ey, aua, aua, aua. Kreis, du hast eine Wunderwaffe und es ist Insta an. Wenn du jetzt down gehst, dann... Zombie-Gefahr neutralisiert. Dann darfst du... Ich bin down. Öffentlich. Was? Ich bin down. Ja. Oh nein, jetzt bin ich auch gleich down. Kommen Sie. Okay. Kommen Sie. Boah, Glück gehabt.
Weil ich jetzt da runtergerannt bin. Ein Schlag noch und ich wäre weg gewesen. Es blutet nicht mehr. Ach Quatsch, zwei, drei gehen immer. Verlass dich da. Die Anlage arbeitet mit voller Energie. Ja, die Anlage schwitzt. Jetzt müssen wir erst wieder nach Hause porten und mit dem Reden, erstmal hier Bauplan holen. Ist eine Waffenschmiede. Waffenschmiede. Jetzt in Betrieb. Melken. Macht Waffen so hart wie sowjetischer Stahl. Ihr Team sollte das nutzen. Ich hab harte Waffe. Harte Weapon. Harte Weapon. Harte Weapon. Ich hab harte Waffen. Ich muss erstmal das Auge holen und sowas, weißt du? Saurons Auge? So, hier. Energiegewehrbauplan. Plump, aber funktionell. Plumpplan. Heidi, Plumpplan. Wenn Sie Cool Clays Geheimwaffe wollen, brauchen Sie seinen Spezialschlüssel. Er hat ihn immer bei sich. Wenn Sie ihn finden, finden so, Sie wo war nochmal das alte Minenfeld? Kommen Sie zu mir. Hinten. Sie bekommen, was Sie wollen. Mr. Cool Clay. And all the cool clays. Schock da die Vago. So, Dr. Chivago. Ein Schock da die Vago. Nicht zittern. Ey, diesmal haben wir jemand ganz anderes, der mit uns talkt. Wo ist denn der Colonel Michael? Colonel Talkalot. Der ist doch gar nicht mehr da, oder? Colonel Michael. Wir müssen ja erst hier zu Ramenlol. Ich hol doch das Auge für die Wunderwaffe. Hallo. Soll ich den Hasen locken? Nee, warte noch. Erst lass mich doch erst die Nummer mit dem Auge machen. Dann locken wir noch den Hasen. Ich bin hier, Requiem, in der Ecke. Ich bin hier in der Ecke. So, ich hab Buche. Der Mann mit der Mandose. Mellow Mellow Johnson. Der Mann mit der dicken Dose. Ey, hier Stiefbrüder würde ich auch immer wieder gucken. Ist auch so ein Klassiker, ne? Klar, ey. Einfach ein Klassiker, der immer geht. Alleine wegen dem Lied am Ende. Ja. Aber auch dieses, wie hieß es nochmal? Keine Ahnung, aber das Weinfestival. Man könnte jetzt schon Catalina oder irgend sowas. Ja, das Catalina Weinfest. Ja, aber immer so, immer alles so, dieses verdammte Catalina Weinfest. Ja, ja, ah, also, wow, die High Society, so. Sind sie verrückt geworden? Es ist immerhin das Catalina Weinfest. Ja, so, ja, 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 ja. Aber im Englischen sagen sie immer alles so, ah, goddammit, Catalina Weinfest oder irgend sowas. Das ist immer geil. Ah, goddammit. Ja, ja. So, ich hab Schlüssel, ich hab Ohre. Jetzt müssen wir hier mit Hans Schmalfuß reden, oder? Hans, hab ich schon. Achso. Dann können wir jetzt einen Bunny kitzeln. Nehmen Sie mit, was nicht fest. Nimm mit. Oh Gott, da sind zu viele Zombies. Verschaffen. Denn im Moment hat Omega sie übers Knie gelegt. Aber die kitzel mal Dr. Rabbit. Schreine. Dr. Rabbit lässt mich nicht, weil die Zombies mich ärgern. Dr. Rabbit. Oh, Mann! Ich versuche den Zombie mal wegzuziehen. Ey, Zombie! Ja, will, du, geh nur zum Hasen, schieß auf den Hasen. Ich habe aber eine Shot. Mit ist es nicht egal? Minus-Munition, ich versuch's. Der Moon kannst du dir holen nicht. Für einen schmalen Taler. Hase sagt nein. Jetzt hat er mich angestarrt. Geh du nochmal an den Hasen, weil ich muss mir Muni holen. Ich hab 8 Schuss, wenn wir da reingehen, ohne Munition. Warte, ich hol mir erst die Muni hier drüben an der Kiste. Now you can make it. Oh nein, es geht nicht. Es ist hier. Okay, dann geh wieder weg. Ich hab jetzt Munition, ich kann wieder ran. Weil ich geh da nicht rein, Alter. Ich schick keinen meiner Miner da rein. Einen meiner Miner? Keiner meiner Miner oder was? Keiner meiner Miner schick ich da rein. Miss Clinton? Sie haben eine Summ-Summ in ihrer Bum-Bum. Eine Brummlum. Oh, wow, wow. Jetzt geht's und ab, Alter. Er wiped mich. Alter, Samantha. Samantha screamed, Alter. Was müssen wir nochmal? Die Hasen anschießen, oder was? Ja, ja, genau. Die Hasen abknallen, wenn sie leuchten. Das war Vietnam damals, ne? Immer auf die kleinen Hasen. Wo ist denn der Hase, siehst du? Ah, ich weiß nicht, ich wurde gelutscht. Du hast eine Wunderwaffe. Ja, er lutscht halt. Was soll ich machen? Da drüben. Nein. Hier. Wo ist der Nächste? Hier. Da lang. Down for the count, ey. Hab ihn. Und jetzt das gelbe Licht suchen, oder?
Jetzt das gelbe Licht, glaube ich. Ja, ja, da ist es direkt. Lila, lila, grün, gold, gold, gold. Einfach jetzt würde ich drücken, oder? Ja, ja, mach du, mach du. Hier lag eine Waffe rum. Ja, Schrotflinte, geil. Alter, er gönnt sich einen Schnuger. Ja, ich dachte, du hast den schon genommen. Nein. Ich dachte, da liegen zwei, weil du da direkt hingerannt bist. Er hat alles, Schrotflinte und Schnugi. Ist das keine Zeit, da musst du schnell sein, Junge. Bevor es verfällt, du hättest es wieder liegen lassen, die guten Stoff. Nee, dich nicht. Das habe ich mir hier einen gekauft. Einen von den Alter, teuren. Kauft er den teuren, ey. Von Alucola. So, ja, schnell zurück. Wir haben no time. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Jetzt, wir müssen mit dem Pack, mit Dr. Speck reden. Und dann Wahrheitsseher ja, genau. rum. Und dann Welle 15 und so ein Schmuh. Ich kann schon mal Spind lupfen. Ich geh mal einen Spind. Ah, der gefundene Schlüssel. Er muss zu einem dieser Spinde passen. Hab Mimik aus Versehen getriggert. Wieso, den brauchen wir doch eh. Die Spind-Mimics oder nicht für das Teil. Spaß-Pack. Wo ist Achso, ja stimmt. That's totally true. Bist du bei Pack? Ich rede mit Pack, ja. Wissen Sie, weshalb unsere Basis hier steht? Dimensionale Fragilität. Die Realitätsbarriere ist so schwach, dass selbst ein Kind ein Portal öffnen könnte. Der oh, es sind zwei. Der ist wirklich praktisch, um Feinde zu entsorgen. Ganz genau. Ich habe sie durch das Portal gestoßen. Weg war sie, für immer. Ich könnte es wieder öffnen. Aber da der Strom wieder ankommt, oh mein Gott. Die Forschungsdaten an Omega übertragen. Viel Glück bei ihrer Sache. So. Ich habe hier zwei Mimics, die mich total fußballen. Ich habe keine OP-Waffen. Es gibt andere Möglichkeiten, Pack zum Reden zu bringen. Kehren Sie ins Dorf zurück. Ins Dorf? Ich darf nicht mal zurück ins Dorf. Boah. Ja, da ging was Gold. Das ist ja, definitiv ein Teil des Ethereum-Gewehr-Prototyps. Ich habe einen Fleischfresser getötet. Und hier ist noch was Güldenes. Eine Geheimakte. So, ich gehe zurück. Ist auch zurück? Oder bist du zurück? Geheimakte Tunguska. Bist du auch schon bei Tunguska? Ich rede hier mit Ramblo. Schlammloff. Als Omega die ersten Männer in den Dunkeläther schickte, kehrten sie verrückt zurück. Erzählten Geschichten, die nicht stimmen konnten. Um die Wahrheit zu erfahren, erschufen wir ein spezielles Serum. Mit dieser Zugangskarte erhalten Sie Zugriff auf das Material für eine Dosis. Mit diesem Wahrheitsserum sagt Ihnen dieser Bastard Pack einfach alles. Ist das so? So, hast du? Okay, Komponenten finden, Dosis herstellen. Dann verpassen wir Pack eine Kostprobe seiner Medizin. Kostprobe? Ich persönlich bin nicht überzeugt von der Wirksamkeit von Wahrheitsserum. Dr. Strauss. Aber es gibt immer Ausnahmen. Vor allem, wenn Ethereum mit. Hast du die Dosis? Nee, nur einen Schrank offen gemacht, weil hier. Was meinen Sie, Strauss? Kmisch haben wir? Glauben Sie, dass Kmisch? Ravenov auf unserer Seite ist? Hämmer Kmisch? Seine Neigung zur Dramatik teile ich vielleicht nicht, aber ich kann seine Position verstehen. In seinen Augen sehe ich Wahrheit. Hast du eine Single-Shot-Waffe? Nee. Rotflinte und Wunderwappern habe ich nur. Okay, wo kriege ich eine Single-Shot? Wo kriege ich irgendeine so eine Pistole oder sowas? Wo war das? Weil Büro für Darts. Oder hinten? Ach so, für Darts. Ja, müssen wir gleich schauen. Ich habe das Dart-Bild auch jetzt gerade gar nicht. Mist, das muss man nochmal raussuchen, schnell. Ja, dann muss ich noch den ganzen Schlong-Bildern vorbei scrollen, die du mir immer ja, schickst. Ja, du willst ja immer welche. Du sagst immer, boah, ist der prächtig. MP. Mann, ich wusste nicht, dass ein Mensch überhaupt so schön geformt sein kann da unten. Und ich so, ja. Keine Ahnung. Natur, ne? Die Natur hat ihn. Die Natur hat mich so erschaffen. Das wird eine große Hilfe sein. Ich geh mal ran und guck mal, was da kommt. Immer ran an die Kisten, auch wenn sie jetzt hier rumstehen. Immer ran an Kischt. Wenn sie sauber sind, dann kannst du auch die Waffe rausholen. Das also ist hast ja kein du schon Problem. Die ganzen Wahrheitsspritzels. Nee, ich hol grad den letzten. Und dann brauchst du einen Nono, ne? Müssen wir zu Nono gehen, dann kommen die Hellhounds. Ein bisschen Geld, weil ich bräuchte auf, echt schneller nachluten.
muss schneller luden. Der Ludermann. Ab 13 Jahren. Gab's auch nicht diesen Film, Der letzte Lude? Ja, gibt's auch, ja. So, Achtung, Chemo-Mischung kommt. Ich glaube, so eine M79 ist eigentlich ganz witzig. Ach, Scheiße, Idiot. Passen Sie gefälligst drauf. Tod herausgeschaltet. Achso, du hast eine Wunderwaffe, das kriegst du easy hin, oder? Die Hunis sind ja eh schon weg. Alter, Level 27. Bonuspunkte. Alles doch mal Google. Jemand einen Bonus her. Dann gibt der Mann nochmal einen Bonus. Haben wir einen Bonus? Bonus. Ein Bonus. Gut, jetzt müssen wir Mimik catchen schon bald, ne? Verteilsystem. Das sollte Peck ja. Zum Reden bringen. Er war ein brillanter Wissenschaftler, dieser Peck. Berühmt für seine Forschung in der theoretischen Physik. Peck, let's berühmt, make. Verehrt, vielleicht sogar respektiert. Aber er hat all das verworfen, als er zu den Russen überlief. Oh. Ich habe ein kleines Häschen angefasst. Oh nein. Ich habe so ein Häschen der Schande berührt. Jetzt habe ich Kinderlachen im Ohr schallern. 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 Schallalala. Halalala. Bam, 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 bam. Ey, heute habe ich was gesehen von so einem Wunderheiler, der mit Gebeten irgendwie die Seele löst. Die Leute fangen da voll an, sie durchzudrehen. Crazy, ne? Ja, ja. Crazy. Weinen und lachen und zittern. Ja. Und ich frage mich, ob das bei mir auch funktioniert. Oh, wahrscheinlich nicht. Nee, ich brauche da andere Stellen, an denen man mich anfasst. Ja. Ja. Hat aber auch bei einer Frau gemacht, jetzt immer auf Brusthöhe berührt. Dann ist es wohl Zeit für... Die Halluzination. Hat Spaß, der Peck. Meine Erinnerungen. Ich verstehe jetzt, dass... Ich glaube schon. Der Sinn des Lebens ist Tanzen. Party Pack da drin. Mr. Party Pack. Ich werde führen. Autsch. Verdammt, Martha, pass auf meine Zehen auf. Ich habe Martha. Nur Zehen. Martha. Ist das Kunst an der Wand oder Schmutz? Von deinem 40. Aber jetzt so als Lord, muss ich sagen, fühle ich mich echt so ein bisschen erhobener, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Alter, du hast eine Hecke, wo Hunde hinpissen. Vielleicht werde ich den Leuten, die mich auf der Sänfte nachher durch die Stadt tragen, sagen, heute Nachmittag gibt's auch mal ein Fleisch am Knochen. Deine Augen, Schatz. Schön. Sie sehen im Mondlicht fast violett aus. Da sieht man aber auch wieder deinen Charakter, ne? Also ja, der fiese Onkel Kreis. Ist, passt irgendwie alles zusammen. Ich war beschäftigt, verloren in meiner Arbeit. Haben wir etwas vergessen? Habe ich das Gas abgedreht? Gott, das dauert aber echt lange, ne? Ja, ne? Wir haben Captain Whiskers nicht gefüttert. Wir könnten einfach weglaufen, du und ich. Ich kündige. Wir verlassen das Land. Keine Sorge. Captain Whiskers kommt auch mit. Kann man nicht irgendwie gegen die Scheibe schlagen und er hört auf? Verdammt, ach, da geht der Kellner. Das Champagnerglas füllt sich nicht von alleine. Dieser Trottel. Verdammt. Es ist wirklich schon spät, Liebling. Vielleicht noch einen Schlummertrunk. Einen Brandy. Nee, Liebling ist auch so ein Wort, was eigentlich nur ältere Leute sagen, ne? Ja, Kein junger Mann sagt mir Liebling. Eigentlich ist es ein schönes Wort. Hat so was Nazihaftes irgendwie. Na, kleiner Liebling. Liebling, ja, aber das ist ja das. Liebling. Ne, die werden irgendwo also gut, eine Liste haben, was heißt, was haben also, die so benutzt für Wörter, was sind so Classics. Die Wahrheit. Ja. 1, 2, 3. Die Wahrheit ist... Können wir das Gerät... So, ich geh mal hoch und guck mal, ob man das einfach schon anmachen kann vielleicht. Aber das Portal. Sie brauchen die Codes, um den Quantenhauptrechner neu zu starten. Dr. Sokolov und Brahms haben sie. Aber um Maxis zu finden, brauchen sie ihre Dimensionstracker-Kennung. Die hat Sabine. Wo war das Gerät noch, Alter? Ach ja, die sind ja alle tot. Oder infiziert. Gehen Sie zur Datenzentrale. Da könnte was sein, das Ihnen hilft. Okay, jetzt sagt er Datenzentrale. Datenzentrale! Friss Staub. Ich bin unterwegs. Friss Musli, hat er gesagt.
So, Datenzentrale läuft. Ich habe einen Catcher. Liebling, kleiner Liebling, ich bin dein und du bist mein. Jetzt müssen wir gucken, Liebling, ob wir Mimikris finden, so hä? Lieblich, ja. Und süß wie der Wein. Gedächtnisübertragungsstation. Damit stellt man Erinnerungen von Eternauten wieder her, die Ethanauten. Durch Ethereum transformiert werden. Ich bin auch einer. Sie müssen auch viel Äther in ihrer derzeitigen Form finden. Ihre Essenz einfangen und die Erinnerung sammeln. Kinderspiele. Hast du schon mal Äther probiert? So? Nein. Hat, ganz einfach. Ist echt krass. Wir haben das gemacht, nachdem wir Fear and Loving in Las Vegas gesehen haben. Hoffentlich können wir unser Ziel inmitten der endlosen Horde einfach identifizieren. So, hast du schon so einen kleinen Ätherberger? Nö, leider keinen kleinen Ätherling. Ja, wir haben damals diesen Film gesehen. Und dachten so, Alter, das sah ja richtig geil aus. Ja, alles, was sie da gemacht haben, wollten wir auch machen. Ja, es war... Okay, so gesehen sollte man vielleicht doch nicht jungen Menschen solche Filme zeigen. Vielleicht machen wir sowas Ähnliches ja einfach, was? Ja, und dann dachten wir halt so, boah, Ether, dann haben wir das damals bei so einem Händler für Chemikalien halt geshoppt. Oh, kleiner Ätherling. Ich hab einen gefunden. Das kam dann halt in so einem... Ja, so einem Kanister. Und... Das verdampft ja sofort, ne? Das machst du auf den Lappen und das ist ja nicht mal feucht oder sowas. Das ist gleich verflogen. Da hältst du es halt ins Gesicht. Und das Krasse ist, du bist halt, wenn du daran riechst, komplett dicht. Also wirklich instant. Ja, natürlich, weil dir das alle Gehirnzellen wegballert. Aber aus mir ist trotzdem was geworden. Ja, gut, das ist jetzt Ansichtssache, aber... Hey! Was? Ja, aber... Aus mir ist auch etwas geworden. Wo ist denn der Mimic Man? Ich habe einen schon gecatcht. Ich arbeite hier die ganze Zeit durch. Ich arbeite die ganze Zeit. Ich bin im Modus, während du deine Äther-Geschichten erzählst. Ja, du dekadenter eben. Arsch. Ja, und dann ist uns aber damals waren wir aufgefallen, dass es nicht so gut ist. Oben bei Seiko und der hatte so einen Teppich, wo eh schon enorm viele Flüssigkeiten drauf waren. Ja? In seinem Kinderzimmer war halt Teppich. Und dann ist uns dieses Fass im Hochsommer da umgefallen, alles ausgelaufen. Und der ganze Raum hat sich verätert. Das war richtig unangenehm dann. Danach hatte ich übelst Kopfschmerzen. Ich glaube, da sind Dinge gestorben. Aber der Teppich hat sehr lange danach noch gerochen. Also es hat keine Wirkung mehr gehabt, aber man konnte es noch smellen. So, also einen haben wir drin. Sollen wir eine Runde starten? Eine neue ja, und, ja. Und dann sind sie halt von überall her gepilgert und haben am Teppich gerochen. Das hast du verdient. Maximale Munition. Das war dann sowas wie das Antlitz Maria. Aktivierungscode. Ich muss nur noch den anderen finden. So, einmal Code haben wir. Und ich musste eben ganz kurz meine Kehle befeuchten. Ja, aber habe ich gerade auch zwischendurch mal gemacht. So, aber das ist verboten. Ne? Also nach deutschen Let's Play Standard haben wir da gerade, wenn das mal jemand meldet. So richtig unseriös. Ne? Das ist unseriös. Trinken während einem Let's Play. Geht gar nicht. Habe ich einen Mimik gehört? Oder? Weil der große bärtige G-Mann hat gesagt... Don't do it. Don't do it. I never do it. It's professional. Ich bin professioneller Synchronsprecher für Joker. Das macht mich super seriös. Ja. Oh, hier liegen Sachen rum. Mimik ist am Start. Ja, nice. Ich halte hier ein bisschen Zombies fern. Ich mache eine leichte Fernbeschmutzung. Oh nein, ich habe ihn aus Versehen getötet. Oh, wegen der Wunderwaffe, ne? Weil die zu nee, sehr rein saftet. Nee, wegen der Shotgun. Weil er nur OP-Mega-Punch-Waffen hat. Mist. Da war ein Crit dabei, ne? Machst du nix. Die ersten zwei sind aber auch immer recht informativ. Nur der dritte ist immer so schwer, ne? Ja, ja.